Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Fallen Enchantress Legendary Heroes. Und wir fangen das Ganze auch gleich mit einem Hero an. Denn wir haben die nächste Marke geschafft. Sever the Shining und Negev stehen zur Auswahl. Life Appearance, Air Appearance, Arterian Blood, Lawmaster, das ist ein Commander. Und da haben wir Defender mit Negev. Earth Appearance, Ironear Blood, das ist ein Hitpoint per Level, was ganz cool ist. Klassischer Defender. Und Call You Terran, der Cavebear. Sprich, der kann Cavebären hervorrufen oder beschwören. Das ist eine coole Sache. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, den werde ich nehmen. Den New Terran. So. Archery, irgendwas. Egal. Werde ich mal bauen. Da ist eine Gef. 26 Attack, 26 Defense. Nice. Nette Sache. Endlich wieder jemand, der auch ausgerüstet werden kann, im Gegensatz zu vielen anderen. Gilden. Capital, ja, die sind close mit uns. Die mögen uns. Reason, cool. Aber immerhin sind wir nicht im Krieg. Ist ja immerhin schon mal ein Anfang. So. Ja, und die Eskan Army steht hier bei einer Quest. Nämlich Graveyard. This job just keeps getting worse. Und wir haben es zu tun mit Spidern. Eine neue Quest. Ist aber mal nicht weiter schlimm, sind nur kleine Spiders. Mal schauen, ob dann noch was kommt. Ja, Blödsinn. Falsch gelaufen. Falsch gelaufen. Naja, wurscht. Ich ziehe mich da mal durch. Mach ihn fertig. Ich ziehe mich da mal durch, das klingt falsch. Aber Eskan hat ja diese coole Angewohnheit, durch Gegner durchzujumpen. Was er in dem Fall gerade gemacht hat und was super Schaden verursacht hat. Tank Archers, 13 und tschüss. Perfekt. Thank you. Hension Amulet. Gut. 12 Erfahrungspunkte, 30 Fame und das Amulett des Lebens. Kann Eskan gleich equippen. Gibt plus 5 zu Hitpoints. Nette Sache. Nice. Ich sehe gerade, das Spiel hat immer wieder einen Bug. Immer wenn die Klippen so extrem scharf angezeigt werden, so extrem hoch, sieht man auch keine Einheit, also keine Grenzen, wo man sich selber befindet, wo sich die Gegner befinden. Da sind die Grenzen verschwommen. Das heißt, ich werde an der Stelle mal kurz einen Cut machen und werde das Spiel nochmal öffnen. Bis gleich. Und damit sind wir zurück und es geht weiter. Der nächste Turn steht an. Schauen wir mal, was der so bringt. Ja, wir haben wieder was erforscht. Fire Shards etc. Das klingt ganz cool. Mir schwant gerade Übles. Ich habe da gerade was gesehen. Knights of Recruited Monster gains 2 Levels. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ich gehe mal so in diese Richtung. So. Ich habe da gerade was gesehen. Die Pioniere wollen uns zuvorkommen. Dann werde ich jetzt was Blödes machen. Ich möchte nämlich dahin, ich möchte die White Horses und die Fire Shards kriegen und diese Pioniere wollen sich da auch ersetzen. Ich mache einen Außenposten. Tschack! Gehört mir. Da zieht's euch. Weg, 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 weg. Capita, das gehört jetzt uns. Tut mir leid, oder auch nicht. So, bedeutet aber jetzt, dass wir mehr Pioniere brauchen, denn, ja. Wir wollen uns ja noch weiter ausbauen. Oh, wir haben schon ganz schön viel Geld verballert. Aber wir werden noch mehr verballern. Train Pionier.
ganz nach vor und Rush. Kostet uns wieder 100. Aber wir brauchen's. Los, saust's nach vor, schnell, schnell, schnell. Eskern, hast du schon erforscht, was da hinten so Cooles gibt? Scheinbar nix. Okay. Rezone geht's immer noch am Kragen. Die sind mit allen verfeindet. Ja. Mit uns haben sie wieder Frieden geschlossen, die Idioten. Aber uns soll es ja recht sein. Wir haben da keine kriegerischen Absichten. So, Ixion Auto Resolve. Fertig machen. Schnetzelmetzel. Gut. Schiedsmann haben ein bisschen was abbekommen. Hat aber gepasst. Negev, das ist ja unser neuer Hero. Den habt ihr beim letzten Mal kennengelernt. Der wird mal so ein bisschen safen. Denn unsere Städte sind ja relativ ohne Schutz. Er wird sich mal auf den Außenposten begeben. Und so ein bisschen absichern. Pionier, alles klar. Okay, gut. Next turn. Ja, da guckt's ja. So, lauft's weg. Wehe, ihr setzt euch natürlich da, ja, das wäre blöd. Denn ich möchte auf jeden Fall den Fireshard bekommen. So, da gibt's wahrscheinlich nichts Spannendes. Ich könnte mich da nach unten arbeiten, mal schauen, was es gibt, aber das sieht alles sehr stark aus, als wäre das ja mit dem Territorium von Rezone. Das sind auch Pioniere. Ach was, ich laufe einfach mal weiter. Guck mal, was es da hinten noch gibt. Mhm, okay. Das ist wirklich krasses Territorium von Capita. Gilden führen dabei vor Capita. So, Pioniere, alle weiterlaufen. Alle brav weiterlaufen. Auch ihr. Das riesen Pioniersaufgebot von uns. So, was haben wir da? Irgendein Item. Ich speichere mal ganz kurz. Eine Axt. Und Research erhöht. Gut, passt. Negev, gibt es da irgendwelche Gegner in der Nähe? Naja, dabei nicht. Sieht dabei ganz ruhig aus. Dann machen wir mal den nächsten Turn. Ja, ja, Wildlinge, passt schon. Passt schon, Wildlinge. So. Pionierchen. Was ich jetzt noch vorhabe, zeige ich euch auch gleich. Ich möchte mich hierher setzen. Das, was die Pioniere gerade ansteuern, denn es gibt hier Tempelruinen und Airshards. Die möchte ich in mein Territorium bringen. Zusätzlich da den Lifeshard. Und da oben den Fire Shard und die Wild Horses. Dazu musste ich jetzt einmal die Pioniere vertreiben von Capita, bevor sich die daher siedeln und mir das alles zunichte machen. Denn ich habe das irgendwie im Urin, dass das passiert. Negev. Gut. Da läuft mal nix. Dann werde ich zurücklaufen. Eskien, Eskien, Eskien. Das sind Scouts. Wildlinge. Auto Resolve. Da schlagen wir uns gar nicht lang damit herum. Tschüssi.
Und dann die dicken Schamanen könnten wir auch noch machen. Ja, komm. Machen wir das auch noch im Vorbeigehen. Strong versus Cancel erstmal speichern. So. Und jetzt Strong versus Deadly Battle. Jams. Dodge. Also wir scheuen nicht davor, gegen stärkere Gegner vorzugehen. Schamane, Schamane. Die machen zum Glück diesen verbuggten Skill. Alle. Da macht im Moment keiner Cooldowns. Und das sollten wir ausnützen, um die relativ schnell auszunocken. Ixion. Rush. From Russia with Love. Shieldsman. Dasselbe bitte. Rush. Zehn, lebt immer noch. Verdammt. Orisa macht 6 bis 12 Schaden. Damit können wir mal den Schamanen aushebeln. Zumindest den einen. Ich knock mal den zweiten an. So, 6. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Aufgebot von den ganzen Wildlingen. Grinst's nicht so blöd. Jetzt geht's los. Was kann die Bajaman? Jams. Gut. Hat sich der Schamane gerade verpisst? Wo sind denn die anderen? Der ist da hinten. Okay, ich muss auf jeden Fall mal so ein bisschen für Platz sorgen. Zack, einer weniger. Punker Archers. 4 bis 9 Schaden. Ja, wird Zeit. Yep, 23 Schaden. Bei dem anderen da hinten. Ja, Coastlands. Genau. Bei dem hätte ich mich eh geärgert, weil er 24 Lebenspunkte hatte. Lebenspunkte von uns noch ganz cool. Das heißt, da brauche ich noch nichts machen. Weil gerade eine geile Mischung aus egal und cool. Eh cool. So. Jetzt kommt die Rache. Batchamans. Lacht's nicht so dämlich. Euch vergeht schon noch. 25, schön reingesnackt. Farewell. Und Schamane. Indianer! Schamane! Dodge! Dodge ist immer doof! Arista, schaffst du es besser? Oh, heute habe ich aber auch ein Glück, oder? Immer ein Lebenspunkt, der bleibt. Bajaman. Macht sie fertig, dankeschön. Schamane haut ab. Schon wieder 3 Lebenspunkte diesmal. Ixion. Mach den Schamanen doch bitte kalt. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Kommt in mein Tagebuch. Der ist auch weg. Guti. Sieht doch schon besser aus. 2 Einheiten noch, die überleben. Zumindest kurzfristig überleben. Eins, na süß. Spearman, dankeschön. Nice. Wir gewinnen. Strong versus Deadly. Ganz geil. Ganz geile Sache. Geile, geile Sache. So, Sheetsman, was macht's ihr als nächstes? Barrier Resistance, Knock Prone, Defend while Defending. Additional Item, Initiative, auch das könnte nicht schaden. Army's Regeneration, machen wir das. Machen wir das. Gut.
Und next turn. Dabei habe ich ganz besonders den Blick, was sich hier abspielt. Bei den Capitan. Faction killed. The Empire of Rezone has fallen. Ixion with the death of Oracle Cesera, das war die Leaderin von Rezone. The might of the kingdom of Capita grows. Mhm. Sprich, Capita hat Rezone ausgelöscht. We would be wise to prepare ourselves, lest the hunger of General Carados turns towards Altar. Sprich, Capita haben Rezone platt gemacht und jetzt sind wir die Letzten in der Nahrungskette. Das heißt, wir sollten uns preparen, sollte Capita sich überlegen, den Nächsten anzugreifen. Und das wären dann wohl wir. Ich hoffe es halt mal nicht, denn wir sind beides Kingdoms, oder wir sind jetzt alles drei Kingdoms. Es sind nur noch Kingdoms verbleibend. Und von dem her hoffe ich einfach mal, dass wir alle zusammenhalten werden und uns alle so gut verstehen und in den Armen liegen werden und ja. Genau. Oder doch ganz anders. So. Eskian. Tja, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu holen. Keine Rezone mehr zu holen. Das heißt, ich werde mich schön langsam wieder zurückbegeben. Und nun kurzer Ausflug. Da wimmelt es ja dann wirklich Gilden, Capita. Da scheint es keinen freien Platz dabei mal zu geben für uns, wo wir uns hinsetzen könnten. Da scheinen die Rezone gewesen zu sein, kann das sein? Es wird zumindest blau umrandet. Gehört jetzt aber fest zu Capita. Da waren wir ja nur ganz knapp hinten dran, sonst hätten wir das geschafft, sonst hätten wir uns daher setzen können. Zwei Enchantment Slots. Durchaus nicht schlecht, aber ein bisschen ab vom Schuss. Also passt das schon. Gut, Ixion. Shaman of the Wildlings, genau, du kreist ja dann die beiden Schätze. Liberia. Oh, das gibt sicher viel Erfahrungspunkte. 100 Research. Woo, nice. Schöne Sache, und wir machen den nächsten Turn. Sollte uns auch zumindest punktemäßig ein bisschen nach vorbringen. 81. Hat sich noch nichts getan. Gut. Gut, 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 gut. Sieht noch okay aus, alles. Ich setze mich mal daher. Ein Außenposten für mich. Einmal Air Shard und einmal Tempelruinen. Bis ich warte, bis Elvian da mal growt und das alles einnimmt, könnte es noch ewig dauern. Von dem habe ich mich jetzt entschlossen, das kurzfristig zu verkürzen. Gut, Eskern. Wie wäre es mit Krieg erklären? das ist auch ganz schön krass da. Die verstehen sich aber immer noch gut, witzigerweise, obwohl sich die ganze Zeit in den Armen, also in den Armen liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo Capita aufhört, macht Gilden weiter. Total verstrickter. Und die haben schon so viele Niederlassungen, das ist ja wirklich krass. Nee, ich werde da wieder rausgehen. Da gibt's mal nichts zu holen. Vielleicht. Da oben wird es vielleicht noch spannender. Da oben gibt es noch eine Quest, die ich mir eventuell holen möchte. Führt halt auch quer durchs Kingdom of Capita. Negev. Langsam zurück. Gut, was haben wir da? Da haben wir eine Butcherman's Army. Die könnte ein bisschen schwer sein. Auch die Armee. Da haben wir Darklings.
Ich werde mich mal in die Stadt begeben nach Syndrome. Und vielleicht mache ich das auch so wie Eskern und werde die Pioniere eskortieren, nämlich da nach hinten, wo ich dann weiter ausbauen möchte. Yxions Army, einen Schatz gibt's noch. Zwei Defense, zwei Spell Resistance, ja, passt, nehmen wir mit. Nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll's. Dann sind wir da hinten mal fertig und können mal mit der Armee was auch immer machen. Ixion hat. Ne, Razor ist ja da hinten, genau. Genau, da muss Ixion in dem Fall nach Syndrome hier mal alles platt machen. Und dann, ja, geht's weiter. So, da bin ich wieder. Das Spiel trollt mich heute. Aber lasse ich mir nicht bieten, deswegen habe ich jetzt einfach nochmal neu geladen. Musste aber nachspielen vom letzten Speicherpunkt und ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Ich habe mich, da gab es ja vorher den Außenposten, den ich so circa 3 Meter daneben hatte, neben dem jetzigen Außenposten. Den habe ich abgerissen, habe den neuen gebaut und konnte damit Fire Shard und Stable unter meine Fittiche bringen. Und die gehören nun zu meinem Imperium. Genauso wie da drüben konnte ich mir den Live-Altar sichern. Und ja, das führt mich dazu, dass ich jetzt schöne Grenzen hier habe, dass ich jetzt das Altar hier ein bisschen vertreten bin in der Region. Ansonsten hat sich nichts getan. Da ist nach wie vor, ihr seht ja, auf engstem Raum sind wir drei Kingdoms. Bin schon echt gespannt, wie das weitergeht. Aber oben nur Capita, da auf der anderen Seite wird wahrscheinlich nur Kingdom sein, so wie das aussieht. Und ja, hier mittendrin ist alles so Mischmasch. Jeder darf einmal. Eskern ist gerade auf dem. Hallo, Eskern? Wieso laufst du so komisch? Ja, muss auch keiner verstehen. Es muss keiner verstehen, die Laufwege. Heute läuft es irgendwie sehr seltsam. Also Computer oder Spielen meint es besonders spannend machen zu wollen heute. Habe ich so das Gefühl. Anyway, unser Held Negesh ist hier bei den Capitals, denn da gibt es eine Quest. Und diese Quest werde ich mal machen. Destiny's Tutorial, find the location described in the dungeon wall. Und ja, das ist diese Location. Da laufe ich mal hin. Das ist ein Ratequest. Ein großer Dämon erscheint und fragt uns etwas. Dass dieser oder ja, lächelt. Und sagt uns zuerst, dass dieser Platz Idioten anlockt. Ja, und eventuell aber auch heroische Helden und wir werden herausfinden, was ich bin, Idiot oder Held. The Maker says it, the Buyer uses it not, and the User does not know it's being used. What is it? Maker sells it. Buyer uses it not. Tomp? Ja. Negesh hat ein Level Up. 12 Erfahrungspunkte. Also Level Up, so ein bisschen Erfahrungspunkte halt. Wir haben 30 Fame bekommen. Und ein schönes Schwertchen. Druss Blade. Nice. Schön können wir noch nicht nehmen, weil wir erst Level 7 sind. Aber danach freue ich mich schon sehr drauf. Next turn. So, Capital. Die werden jetzt bald sauer sein. Ixion, the Kingdom of Altair, is now built Aragorn's Tower. Juhu! Ja, wir haben es geschafft. Das bringt uns auch wiederum ein bisschen nach vor. So, Abstand technisch mit den Gegnern. Denn jetzt haben wir diesen tollen Altar bekommen.
400 gibt's denn, ab 400 Fame gibt's einen neuen Helden. Gut. Wo ist der? Arox Tower. Plus 1 Air Power und plus 1 Fame per Season. Das ist doch eine nette Sache. Ist in Attica jetzt gebaut worden. Ja. Football Green. Minus zu Unrest. Unrest gibt's da eh nicht. Und plus 4 Fame. Auch das klingt eigentlich ganz nice. Defending Guardian Statue wäre auch eine Idee. Ich pack das mal nach vor, den Shrine. Gut, Erskine, wie gesagt, auf dem Weg zurück zu den Quest. Wird den Quest lösen. Negech, da gibt's Gegner. Die Frage ist nur, ob er sich das zutraut. Drei Gegner. Gegen unseren neuen Hero. Ich speichere mal, sicherheitshalber. Nicht, dass das Spiel gleich wieder meint, irgendwie rumspacken zu müssen. So, und Ixion stellt sich mal auf an den Eingang von unseren tollen beiden Locations. Sind mittlerweile auch gewachsen, Denera und Talon. Für Talon gab es sogar eine extra Essenz, somit haben wir da jetzt auch drei Essenzen. Also eine ganz geile Sache. Hier wäre noch eine Möglichkeit, eine Stadt zu bauen, aber da gibt es halt sonst wirklich nichts. Von dem her fällt mir im Moment wirklich nicht ein, wo ich noch eine Stadt bauen könnte. Dabei möchte ich eigentlich nur mehr Außenposten bauen. Nämlich da hinten. Eventuell zwei. Und ja, das war's. Gold Deposit, das sollte sich bald... das sollte bald was draus werden. Mana Air Power, ja, ein Air Alter, wäre auch nicht schlecht. So ein paar Shards haben wir ja schon. Und Mana-mäßig sieht es auch ganz gut aus. Mana per Turn 14. Das klingt alles ganz cool. Metall haben wir auch schön. Research haben wir gut. Geld geht so. Jetzt ein bisschen eingebüßt durch dieses ganze schnell entwickeln und schnell dann nach hinten schicken, um uns da auszubauen, möglichst gut. Sonst fällt mir hier wirklich gerade nicht ein, was ich noch machen könnte. Gut. Also. Bloodhunters Army? Ja, nein. Ich werde erstmal die Erskills machen. Die Erskills sollten leicht gehen. Battle. Ja, komm. Resisted. So, jetzt sind wir dran. Ah, genau. Ich habe so eine Blizzard Scroll. Das wäre eine Idee. Oder ich call so einen Eutarion. Oder ich hau da einfach mal drauf. 23 Uhr. Oh, nice. Static Welt. Ja, ja, passt schon. Ah, die kommen oft dran. Jetzt sind wir wieder dran. Und tschüss. Static Welt. Und tschüss. Ja. 15 Erfahrungspunkte. Schön. Tja. Hunter's Army. Und ich könnte dann so zurücklaufen. Ist eine Idee. Egech, genau. Ixion, der steht hier. Gut, dann mache ich mal den nächsten Turn. Bloodhunter, nicht auf blöde Ideen kommen. So, Esken lässt sich nicht abhalten.
weiter in Richtung Quest. Ixion, ja genau, der wollte da nach hinten laufen. Richtung Darklings. Genau das war ja eigentlich der Plan. Jetzt weiß ich's wieder. Nicht, dass die Darklings noch auf blöde Ideen kommen und mir irgendwas einreißen wollen da. Gut, speichern. Battle. Dodge, klingt gut. Butcherman. Dodge, klingt gut. Dodge, klingt gut. Wow, nice, was hat denn der für eine coole Verteidigung? 26. Gut, Butcherman. Butch. Butch. 4. Dodge, gut. Und die kommen halt extrem oft dran. So, jetzt wir. Dodge, das ist doof. Na, ah, das ist blöd. Kommt nochmal dran. 17. Oi. Ich lauf mal ein bisschen weiter und hau nochmal drauf. 22, ja, gut. Gut, läuft. Läuft. Und jetzt bin ich schnell da drüben. Relativ. Call you Tyrion? Ja, ich glaube, das ist leicht. Das ist schneller, wenn ich so einen Cave-Bär mache. Ready to cast. Den werde ich genau daneben hinsetzen. Hello. So. Cave-Bär. Sehr schön. Sehr schön. Maul Dodge. Kommt gleich nochmal dran. Dank der hohen Initiative. Maul. Und tschüss. Tschüssikowski. 24 Erfahrungspünktchen. Yes. Das hat richtig gut geklappt. Daher wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Das sieht ja nach Ende Gelände aus. Dann machen wir mal den nächsten Turn. 100 Punkte habe ich. Ich hole auf. Das Achievement hat mir was gebracht. Ixion läuft auf schnellen Pfoten in Richtung Darklings. Mal da ein bisschen aufmischen. Na geil, wo willst du hin? Ich möchte halt auch nicht allzu oft über die Capital-Grenzen stoßen, nicht allzu oft in deren Territorium übernachten, sondern ich möchte relativ schnell da immer abhauen. Wird immer falsch angezeigt, wie ich Bugs hasse. Wird mir angezeigt in einer Runde und dann klicke ich drauf und dann sind sie in Wirklichkeit zwei Runden. Zum Kotzen. Blöde Bugs vom Spiel. Farewell. Was hat uns ja gerade gesagt? Hat er einen Krieg angezettelt? Ich sollte ab und zu lesen. Joyster, so, Matcha, Posture, was werde ich machen? Ein 4, gain 2 levels. Ich wollte eigentlich noch eine Einheit verpflichten davor, irgendeine Monster-Einheit. Denn ich habe ja noch so einen Tame-Collar, das habe ich noch gar nicht genutzt. Hat sich irgendwie bisher so gar nicht ergeben. Habe mir immer gedacht, ach, ich finde schon noch bessere Gegner. Archers. Archers sind gut. Kann man sicher gut brauchen. So, weiter geht's. Die Ixions Army saust auf schnellen Pfoten in Richtung Syndrum. Eskim macht dasselbe in Richtung Attica. Und
Ja, und du läufst einfach mal weiter. Hallo? Kann mir bitte angezeigt werden, wann ich da bin? Das wäre super toll. Da wäre ich wirklich extrem begeistert. Dankeschön. Ein Meteor Storm. Random Infernos place in the world. All the units take some damage. Some Ignis and Fire Elementals are spawned. Okay. Okay. Krasse Sache. Ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Für jetzt sage ich euch immer danke fürs Zuschauen. Ja, man sieht sich.